2019, Deutschlandtag in Saarbrücken. Alles war bereit für ein weiteres starkes JU-Jahr, voller Events, Wahlkämpfen von Tür zu Tür und Politik vor Ort. Doch dann kam Corona. Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Bei uns in Deutschland wird das öffentliche Leben landesweit weiter deutlich heruntergefahren. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Doch wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Wir haben klar gemacht, in der Krise kann Deutschland auf die junge Union zählen. Wir waren mit über 10.000 Heldinnen und Helden im ganzen Land einkaufen, damit andere zu Hause bleiben können. Vom Norden bis in den Süden, vom Westen bis in den Osten. Wir haben uns gegenseitig Masken genäht und dafür gesorgt, dass in schweren Stunden Deutschland zusammenhält. Dazu gab es Informationen direkt aus den Regierungszentralen. Von Sebastian Kurz, Markus Söder, Jens Spahn und Doro Bär. Und auch die inhaltliche Arbeit der größten politischen Jugendorganisation Europas konnte Corona nicht stoppen. Beim Innovationscamp haben wir die Zukunftsagenda für die 20er Jahre gestaltet und unseren ersten interaktiven Antrag geschrieben. 5000 Kilometer, 20 Städte, 8 Tage. Schon bei der Mitmachtour hat Tillmann gezeigt, dass Deutschland mehr kann in Sachen Lernen und Arbeiten im digitalen Zeitalter. Wir waren laut gegen Rassismus und standen an der Seite der Demokratiekämpfer in Belarus. Wir haben gezeigt, wie digitale Parteiarbeit funktioniert und Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet ihre Ideen für eine moderne Volkspartei pitchen lassen. Und heute setzen wir wieder Maßstäbe. Wir wählen als erste politische Organisation unseren Bundesvorstand digital. Und du bist dabei. Herzlich willkommen live aus München. Hier ist der erste digitale Deutschlandtag der Jungen Union. Zukunftsmodus an.